Guck mal, sind wir schon. Ja, da YouTube mein, ach guck mal hier, da ist schon die Datei, die aufnimmt. Ja, da Video, YouTube ja mein Video letztens sperren musste, mache ich dann halt ein neues. Ja, wir wollen das Megapaket installieren. Gut, machen wir es uns ziemlich einfach. Wir gehen erstmal auf die Systemsteuerung. Ganz wichtig, folgt der Anleitung, sonst geht's nachher schief. Also als allererstes gehen wir in die Systemsteuerung. Gehen auf Explore-Optionen, wer ein älteres Windows hat als Windows 10 oder 8, da heißt es Ordner-Optionen, da gehen wir drauf. Gehen hier oben auf Ansicht und dann können wir hier, das ist im Windows ziemlich gleich gehalten, runtergehen und können dann hier versteckte Dateien und Ordner auf Anzeigen, ist ganz wichtig, dass uns hier angezeigt werden, das klicken wir an, gehen auf Übernehmen und auf OK. So, der nächste Schritt ist, wir öffnen den ganz normalen Explorer, also den Dateimanager von Windows. Der sieht ungefähr so aus. Auf meinem Test-PC jedenfalls sieht er jetzt so aus. Dann gehen wir auf unsere Festplatte, wo wir Windows und Kodi und so weiter installiert haben. Das ist bei mir C. Wir suchen uns dann den Benutzer aus, den wir aktuell benutzen. Also bei mir wäre es dieser hier. Oder ihr habt hier einen anderen Namen, je nachdem, wie ihr euer Profil benannt habt. Da gehen wir rein. Haben dann hier unsere verschiedenen Benutzerordner und hier ist dann der App-Data-Ordner, den wir nur sehen, da wir die versteckten Dateien anzeigen. Den öffnen wir ganz einfach, haben diese drei Ordner, wo unsere User-Daten hinterlegt sind, gehen in den Roaming-Ordner und haben hier die verschiedenen, wie ihr seht, von den verschiedenen Programmen die Benutzerdateien. Dann suchen wir hier Kodi raus, das ist hier. Wie ihr seht, ist mein Kodi-Ordner leer. Ich habe es frisch installiert. Ganz einfach. Den lassen wir jetzt geöffnet. Ihr könnt den auch minimieren. Ich lasse den einfach mal im Hintergrund offen. Jetzt öffnen wir den Browser. Natürlich in der Beschreibung vorhanden ist die Seite, wie ihr hier seht. Wie ihr hier seht, Internetadresse ist in der Beschreibung hinzugefügt. Diese macht ihr einfach auf. Geht auf Menü und könnt dann hier auf das All-in-One-Paket klicken. Wenn wir da draufklicken, landen wir auf dieser Seite mit der hässlichen Fresse, können hier runterscrollen. Dort haben wir dann die verschiedenen Varianten. Die erste Variante ist, wie gesagt, in dem Video hier erklärt. Die Standardvariante mit verschiedenen Add-ons, aber noch an das Original gehalten. Die zweite Variante ist diese Variante, wie ihr gerade seht, kein Video vorhanden. Das Video, was ich gerade neu drehe, da YouTube mein letzteres gesperrt hat, mit dem aktuellen Download-Link, den ich gerade eben noch am 24.08.2015 um 21.52 Uhr erneuert habe, alles abgedatet, alle anderen natürlich auch. Wenn wir hier dann auf Download klicken, landen wir hier. Natürlich gibt es keine Vorschau. Wir könnten hier auf Download klicken. Die Datei ist 977 MB groß. Klicken wir auf Runterladen. Wenn wir runtergeladen haben, haben wir auf dem Desktop, wir haben hier noch unser Fenster offen. Ihr seht, Roaming Ordner Kodi haben wir ja noch offen. Haben wir diese RAR-Datei runtergeladen hier. Die können wir dann einfach entpacken. Dann können wir auf hier entpacken klicken. Das dauert jetzt einen Moment. Dann taucht dieser Ordner hier auf. Wie gesagt, ich kann die Datei auch öffnen. Und diesen Ordner hier entpackt ihr dann ganz einfach auf eurem Desktop. Wir klicken einmal in den Ordner rein. Dann seht ihr hier die verschiedenen Dateien. Aus dieser, ne, wie gesagt, diese Datei runtergeladen, ausgepackt, dann haben wir diesen Ordner. Diesen Ordner öffnen wir jetzt einfach. Wupp, schieben das einfach mal ein Stück hoch, hier ist besser, oder? Markieren alle Dateien und schieben diese per Drag and Drop System. Wir können auch Rechtsklick und dann kopieren und einfügen machen. Das ist ganz einfach. Wie gesagt, wir kopieren von dem Desktop-Ordner alle Dateien in den Roaming und dann in den Kodi-Ordner. Bei euch können hier im Kodi-Ordner schon Dateien sein. Das macht nichts. Wenn er fragt, überschreiben, klickt ihr einfach auf Ja. Wir schieben jetzt hier ein. Es dauert eine oder 2 Sekunden. So, dann sind wir schon fertig. Dann könnt ihr alle Ordner wieder schließen und könnt sowohl RAR-Datei als auch den Ordner einfach in den Papierkorb verschieben. Dann auch löschen, wenn ihr möchtet. Und wenn wir jetzt Kodi öffnen, muss ich mal gucken, auf welchem Desktop ich Kodi habe. Nicht, dass ich jetzt auf meinem. Nein, es ist schon das Richtige. Wenn wir jetzt kurz warten, weil ich das noch einspielen muss, wie ihr hier oben sehen könnt. Wie ihr oben sehen könnt, läuft schon alles übereinander, weil es jetzt alles gerade mal kurz sich nochmal kurz auf und dann einspielen muss. Das dauert ein paar Sekunden.
Ja, ich warte eigentlich darauf, dass jetzt was passiert hier. Vorführeffekt. Nein. Und wie ihr seht, da läuft es dann schon oben. Der TV-Client läuft auch. Wenn wir hier so durchklicken, wenn wir auf DVD gehen, wie gewohnt. Wie gesagt, es dauert jetzt irgendwie länger, weil ich blödmann gerade den Papierkorb leer mache und habe 98 GB an Dateien. Passiert hier gerade nichts. Ups, jetzt ging es auch gerade auch was dünn. Ja. Jetzt habe ich das alte Code hier auch so. Wie man jetzt sieht, alles funktioniert. Wie gesagt, jetzt die Voreinstellung ist jetzt auch gegeben. Und wenn wir jetzt, mein Gott, Vorführeffekt, ehrlich jetzt, das ist gerade sehr, sehr nervig. Ach, jetzt, okay. Jetzt gehen die anderen mit uns auch, wenn wir jetzt auf Kino zum Beispiel gehen. Normalerweise dauert das nicht. Können wir dann zum Beispiel dann auch direkt anklicken. Und wie gesagt, haben dann alles wieder vorrätig, so wie es so beim letzten Update auch war. Das Code jetzt frisch installiert, deswegen spinnt das anscheinend ein bisschen rum. Wenn ich jetzt auf Musik gehe, muss ich mal kurz gucken. Ja, funktioniert auch wieder. Ne? Events Area. Nein, ja doch, komm, machen wir mal auf. Bei mir lahmt das gerade etwas, weil ich ehrlich gesagt wirklich Probleme habe mit meiner Internetleitung gerade. Naja, was sonst. Wie gesagt, läuft alles, also es geht alles problemfrei. Ja, ist ja gut. Wie gesagt, alles nicht eingestellt. Gehen wir mal kurz auf TV. So, wir können auch mal zum Test mal eben reingucken, ob es denn auch läuft hier. Das andere heißt, es Super, geht gar nicht. wir kommen dann schon durch. Dann haben die auch 1000 Volt. Wenige Tage später kümmert sich Peter Zwegert um den zweiten und gefährlicheren Gläubiger. Ich suche gerade Herr meine Bechert's Maus. Eltern ziehen aus, relativ schnell. Ach, da ist er. Wohnung ist schon in Aussicht. Herr Bechert wird nicht mehr die volle Rate zahlen können. Das habe ich der Bank mitgeteilt. Die haben mir aber grünes Licht gegeben, So, dass Herr wie Bechert gesagt, das wir haben Haus dann auch noch hier verkaufen kann, auch wenn das nicht die Schulden deckt. So, verschiedenen anderen in uns auf hier in den rein. Kampf. Das lahmt heute. Ende Voller Mai Zeiger, ist ehrlich. es dann soweit. Jetzt, ja, 8 Jahre haben Michaels was Eltern unter einem Dach mit ihm gewohnt, um mit ihrer Miete seine Bankraten zu erleichtern. Mal kurz hier Nun ziehen sie aus. Michaels Arbeitskollegen helfen. Ich klinge mal zum Test irgendwas an. Weil Die das Eltern jetzt ziehen in die erkennen, Stadt, ich jetzt gerade gar nicht ins weiß, was ich 20 tun muss. Kilometer entfernte Pick. So, jetzt war Schluss hier. Boah, es ist. Ich habe mich gerade erschreckt, das hat hier hinter mir gerade gebollert. Ach, guck mal, so, läuft auch. Eigentlich sollte das jetzt eigentlich genug sein. Vorlage, ich drücke mal kurz die Stopptaste. Also, wie gesagt, das funktioniert alles fehlerfrei. Bei mir lahmt es gerade ein bisschen, weil ich ganz ehrlich jetzt gerade Probleme mit meiner Internetleitung habe. Mein Gott. Leertaste ist übrigens Stopptaste, wie gesagt, die Video mit uns sind eigentlich abgelegt. Die Apps, da könnt ihr euch die verschiedenen Apps auch noch. Ihr müsst das ja sowieso alles noch ein bisschen anpassen. Unter der Config könnt ihr das machen. Ihr habt Config jetzt mit K geschrieben, habe ich Deutschland. Könnt ihr auch mit C machen. Ne? Das ist typische System. Kino ist natürlich alles erledigt, so wie Musikserien, Bands, über TV etc. Ja, was wäre noch wichtig? Wenn ihr jetzt noch was extra haben wollt, hier zum Beispiel Sportpaket oder so, tut mir gefallen, knallt mal einen Kommentar und so weiter drunter, was jetzt noch fehlen könnte, was nicht. Im Sportbereich habe ich rausgenommen, weil es da wohl etliche Probleme gab und sich das kaum noch einkriegen ließ, weil diese Sporterweiterung ständig nur irgendwelche Probleme verursacht. Da habe ich die erstmal vorsichtshalber erstmal rausgenommen. Und wir können ja dann auch mal, wie gesagt, Kommentare drunter schreiben, irgendwas, ein bisschen Feedback geben, wie das jetzt aussieht, vielleicht auch mal einen Vorschlag von wegen, welche Add-ons und so weiter noch rein können, welche noch raus können und so weiter. Ansonsten würde ich sagen, verschwinde ich jetzt erstmal. Und ich hoffe, das hat weitergeholfen. Also, es ist wirklich ganz einfaches Runterladen, Auspacken. Ne? Drag-and-Drop-System und es läuft. Und ihr müsst nichts nachinstallieren, ihr müsst das IPTV nicht einrichten, ihr müsst gar nichts. In diesem Sinne. Ne? Ich verschwinde. Wo ist meine Maus? Verdammte Scheiße nochmal.